Servus miteinander. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Frag den Bauer. Und das sollte eigentlich eine relativ kurze Folge werden, denn auch die Kollegen sagen immer, Mensch Bauer, jetzt fassen Sie sich doch mal kurz. Und das Thema der heutigen Folge ist Tiefenschärfe. Ja, könnte man sagen, große Blende, kleine Zahl, das macht die Tiefenschärfe schmal, Ende aus dem Partymaus. Halt, allein über die Begrifflichkeiten könnte man ja schon stundenlang streiten. Schärfentiefe, Tiefenschärfe, das sind ja schon ganze Fotografenstammtische mit dem Belichtungsmesser aufeinander losgegangen. Und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann könnte man auch noch den Begriff Schärfetiefe statt Schärfentiefe verwenden. Warum? Naja, mal so ein paar Beispiele. Ich habe im Kopf gerade Kassensturz gemacht und habe deshalb die Bananenschale übersehen. Bin ausgerutscht, wäre fast die Stufen runtergefallen, hätte ich mich nicht im letzten Moment noch am Treppengeländer festgehalten, hätte ich mal besser einen Taschenrechner benutzt. Das klingt so ohne Ende, selbst für mich ganz schlimm nach Hessischbabbel. Und die Frage ist, warum? Naja, weil sich bei diesen zusammengesetzten Hauptwörtern das erste Wort in die Plural setzen lässt. Also die Kassen, die Taschen, die Treppen, die Bananen. Bei der Schärfe geht das nicht. Tiefe? Ja. Es gibt die Tiefen, es gibt die Untiefen, es gibt die Höhen und Tiefen des Lebens. Da könnte ich Ihnen auch schon einiges erzählen, führt jetzt aber zu weit. Aber die Schärfe, die ist allein. Da gibt es keine Mehrzahl. Ich kann mein Essen schärfen und ich kann ein Messer schärfen, aber es gibt nicht die Schärfen. Ja, das ist ähnlich wie mit der Reife. Ja, die ist auch alleine, die ist auch Singular und da gibt es keine Mehrzahl von. Und deshalb wird die Reifetiefe am Gymnasium gemessen und die Reifentiefe beim TÜV. Aber genug dieser grammatikalischen Spitzfindigkeiten. Was ist Schärfe? Also die eigentliche Schärfeebene. Übrigens geht einem da das ohne End viel leichter über die Lippen. Schärfe, Schärfenebene wird man nicht sagen. Also die eigentliche Schärfeebene, die ist 2D, die ist zweidimensional. Ja? Da ist die Punktschärfe. Ja? Und die wiederum, die ist hier Schärfe, ja? Die ist parallel zum Aufnahmemedium. Abgesehen von Einstellungen nach Scheinflug, da hat der Theodor, der schlaue Fuchs, was Tolles entdeckt, treffen sich nämlich Objektebene, Objektivebene und Aufnahmeebene in einer Schnittkante, führt es aber auch zu weit. Aber wir gehen jetzt von einer normalen, festen, starren Kamera aus, kein Tilt-Shift-Objektiv, dann sagen wir, wir haben eine Schärfeebene und die ist parallel zum Aufnahmemedium. Aber was heißt jetzt scharf? Was genau ist scharf? Wer legt es fest? Im Grunde genommen unser Auge, das Auflösungsvermögen, was wir als scharf auflösen können, ob das jetzt drei Striche nebeneinander sind oder ob das ein dicker Strich ist. Ja? Es gibt Bereiche, die akzeptiert unser Auge als scharf und sagt, ja, das ist scharf. Und dann gibt es Bereiche, wo unser Auge sagt, nö, das ist jetzt wirklich, das ist nicht mehr scharf. Und das führt uns jetzt zu dem wichtigsten Begriff in dieser Folge, nämlich zum zulässigen Zerstreuungskreisdurchmesser. Was ist das? Ich zeige das mal kurz. Dafür haben wir hier oben ein Licht angebracht. Und ich nehme jetzt hier einfach mal eine Linse, in dem Fall jetzt hier so eine Lupe. Versuche mit der Lupe unter diesen Lichtstrahl zu kommen. Das sollte irgendwann klappen. Hier ist es. So, und jetzt sehen wir, wenn ich hier mit der Lupe in den richtigen Abstand, nämlich in die Brennweite dieser Lupe gerate, so, jetzt hier, dann wird dieser Punkt ganz, 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 ganz klein, das ist der Brennpunkt. Und jetzt komme ich zu nah, wird dieser Durchmesser des Punktes wieder größer. Hier sind wir wieder im Brennpunkt, da wäre scharf. Und wenn ich wieder hochgehe, wird dieser Kreis wieder größer. Und einen gewissen Bereich würde ich als scharf akzeptieren. Und wenn der Durchmesser des Kreises wieder größer wird, dann wird es von uns nicht mehr als scharf akzeptiert. Dann ist es unscharf. Das wäre der Brennpunkt. Das kennen wir alle noch vom Physikunterricht früher. Da hat der Lehrer so Lupen ausgeteilt und hast die Lupe so genommen, hast die mal so hier mit Sonne, mal so am Nachbar sein Bein mal so ausprobiert. Wenn der nichts gemerkt hat, dann war der Zerstreuungskreis einfach zu groß. Wenn der plötzlich aufschrie, dann war man genau im Brennpunkt. Brennpunkt auch deshalb, weil meistens danach dann die eigene Wange ziemlich gebrannt hat. So.
Ich zeige das mal, wenn das hier mit diesem Pad funktioniert, mal kurz in einer ganz kurzen Zeichnung. So, also wir nehmen jetzt einfach mal symbolisch eine Sammellinse, ja, und nehmen hier mal zwei parallel einfallende Lichtstrahlen und die kommen auf die Linse und werden je nach Brennweite dieser Linse werden die gebrochen. So, und dann ist hier exakt hier, wo diese Lichtstrahlen sich treffen, da ist der Brennpunkt, da ist der Zerstreuungskreis am kleinsten, da ist der winzig, das ist scharf. Und hier vorne, wo die sich noch nicht kreuzen und hier hinten, wo sie sich schon gekreuzt haben, habe ich eben keinen Punkt mehr, so wie ich es eben gerade gezeigt habe mit der Lupe, sondern dort habe ich einen Unschärfekreis. Und bis zu einem gewissen Durchmesser dieses Kreises sagt unser Auge, ja, das ist jetzt noch scharf. Und ab einem gewissen Durchmesser sagt das Auge, nee, das akzeptiere ich so nicht. Ja? Kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt, ich male jetzt mal so ein Gesicht und dann mache ich jetzt hier mal ein Auge und noch ein Auge und eine Nase und einen Mund und schon weiß man, warum ich Fotograf wurde, weil ich nämlich überhaupt nicht zeichnen kann. So, und das wäre jetzt im Fokus, das ist scharf, das sind die Zerstreuungskreise klein und wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal mache und ich wäre in der Unschärfe, dann sind das eben, ich mache mal hier die Nase nochmal kurz anders, wie kann man hier, gibt es hier ein Radiergummi? Gibt es doch bestimmt ein Radiergummi, oder? Ich mache es nochmal neu. So, ich mache einen Punkt und einen Punkt und jetzt mache ich mal die Nase hier so schön mit ganz vielen, ganz kleinen Punkten um den Mund. Oh, so, dann ist das scharf. Und wenn ich jetzt außerhalb der Schärfeebene wäre, dann wären das lauter solche Scheibchen, ja, so und dann auch hier so und die Nase noch irgendwie so und dann den Mund noch irgendwie so. So, dann habe ich hier diese unschärfe Kreise, die auch den Kopf bilden, ja. So, dann habe ich hier neben habe ich ein scharfes Bild und hier habe ich jetzt so ein unschärfe, schwammiges Gesicht. Da würde wahrscheinlich auch Picasso sagen, es ist mir jetzt aber zu abstrakt. So, das heißt, das Ding ist eben nicht mehr als scharf akzeptiert. In der Punktschärfe indessen schon. Auch ein Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe hier drei Striche nebeneinander, so, mit ganz, 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 ganz kleinen Punkten. Dann könnte man sagen, ja, pass mal auf, das sind drei Striche nebeneinander. Wenn ich jetzt hier das mit so großen Zerstreuungskreisdurchmessern malen würde, dann könnte ja gar kein Mensch mehr unterscheiden, ob das 3, 2 oder ob das ein dicker Strich ist. Ja? Bei MTF-Messungen übrigens ist das so ganz klassisch, wenn man solche Frequenzen dann aufzeichnet mit diesen schwarzen und weißen Balken. So, also Schärfe, sind wir uns einig. Schärfe. Wir haben eine Punktschärfe, die ist genau in der Einstellebene und wir haben einen Bereich davor, einen Bereich dahinter, den wir auch noch irgendwie als scharf akzeptieren. Ja, so, also zeige ich noch mal ganz kurz. Ja, tun wir das gerade mal weg. Also, wir haben einen Bereich hier, der ist scharf. So, und dann haben wir davor, wie auch dahinter, einen Bereich, der ist nicht scharf. Aber hier, ganz genau, exakt hier, dort, wo ich fokussiert habe, da ist gestochen scharf. Ist nur zur Erklärung, wirklich. Nein? Also, da ist halt am schärfsten. Wir stellen es uns so vor. An dieser Ebene hier, genau hier, ich habe es weggelegt, da ist wirklich gestochen scharf. Aber sogar nach hier vorne und nach hier hinten wird die Schärfe zunehmend abnehmen. Zunehmend abnehmen. Schöner Spruch. Also, die Schärfe wird hier zunehmend weniger. Nach einer Faustformel nimmt die Schärfe zu 2/3 nach hinten, also weg von der Kamera, und 1/3 nach vorne. Ist eine Faustformel. Gilt nicht im Makrobereich, gilt erst ab einem gewissen Abstand, aber kann man sich so etwa merken, wenn ich also sagen auf 3 Meter scharf gestellt habe und ich sage, okay, ich fange jetzt an, die Blende zu schließen, dann wird die Schärfe zu 2/3 nach hinten und zu 1/3 nach vorne etwa zunehmen und nicht halbe. Ja? So, auch nochmal ganz interessant zu wissen. Aber jetzt nochmal, was heißt scharf? Wann wird unser Auge sagen, das ist scharf? Man hat festgestellt, dass unser Auge einen Zerstreuungskreismesser als scharf akzeptiert,
der ein 1/1500stel der Formatdiagonalen meines Aufnahmeformats entspricht. Mhm. So, jetzt lassen wir mal Zahlen einfließen. Wir gehen von unserem Kleinbildformat aus, also 24 x 36 mm. Da können wir den Kollegen Pythagoras mit a² plus b² ist c² auf eine Formatdiagonale von 43,6 mm. Die geteilt durch 1500 heißt, ich habe einen zulässigen Zerstreuungskreisdurchmesser von 0,03 mm auf dem Aufnahmemedium. Das heißt, solange der Zerstreuungskreisdurchmesser, ja, also hier unser, jetzt habe ich sie weggeworfen, wo ist sie denn, die Lupe, da, solange hier dieser Zerstreuungskreisdurchmesser kleiner ist, kleiner gleich, 0,03 mm beim Kleinbildformat, dann sagen wir, das ist scharf. Wenn dieser Zerstreuungskreis größer wird, dann ist es unscharf. Und jetzt drängt sich die Frage auf, von was wird denn die Größe dieses Zerstreuungskreises bestimmt? Unter anderem von der Größe der Blende. Das heißt, je kleiner die Blende, je größer die Blendenzahl, umso größer wird die Tiefenschärfe. Das halten wir als ersten Faktor schon mal fest. Die Blende, maßgeblichen Einfluss auf die Tiefenschärfe. Dazu gucken wir uns mal ein paar Bilder an. Und zwar hier haben wir diese schönen Zwerge. Da habe ich mal eine Blendenreihe gemacht, habe den wieder aufgebaut und habe die angefangen zu fotografieren von Blende 2,8 bis Blende 22. Und da gehen wir jetzt mal durch und schauen, aha, in der ersten Bild, da ist hier dieser mittlere Zwerg scharf und mit jeder weiteren Abblendung sehen wir, wie sich die Schärfe sowohl nach vorne als auch nach hinten ausdehnt, bis dann ganz zum Schluss sogar der Junge hier vorne leidlich scharf ist und der hinten auch. Jetzt schauen wir mal noch ein paar Bildchen an und gucken mal, ob wir da diese Zerstreuungskreise, diese Scheiben, ob wir die im Bild zu sehen kriegen. Schauen wir uns mal hier den Hund an. Ganz, ganz deutlich. Der Hund selbst, das Gesicht, die Augen, die sind in der Einstellebene, die sind in der Schärfe. Und sowohl im Hintergrund als auch im Vordergrund haben wir sie, diese Scheiben, diese Seifenblase, könnte man fast meinen. Das sind die Zerstreuungskreise, die Unschärfekreise, manchmal auch Unschärfe-Bubbles genannt. Bei dem Bild von dieser Weihnachtspyramide sieht man im Hintergrund auch Leuchtquellen. Und auch da sieht man sehr, sehr schön, wie diese Lichtquelle als Scheibe abgebildet wird. Und selbst in einem Bild, wo das auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen ist, hier mit der Kette im Vordergrund, wenn ich da in den Hintergrund reingehe, da wo eben die Schärfe bereits in die Unschärfe übergegangen ist, haben wir auch hier solche Zerstreuungskreise. Und das ist das, was ich hier eben mit der Lupe gerade demonstriert habe. Wir sehen also, je kleiner die Blende, umso größer die Tiefenschärfe. Konkret reden wir hier übrigens von der Eintrittspupille. Die Blendenangabe, die wir im Sprachgebrauch verwenden, ist eine relative Angabe. Diese Blendenzahl gibt an das Verhältnis zwischen der Eintrittspupille und der Brennweite. Wie oft steckt der Durchmesser der Eintrittspupille in der Brennweite? Jetzt wird es auch logisch, warum eine Blende 8 kleiner ist als eine Blende 4. Nämlich, weil ihr Durchmesser 8 mal in die Brennweite muss, während der Blende 4 nur 4 mal da rein muss. Deshalb ist der Durchmesser bei Blende 4 größer. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, ich habe ein Objektiv mit, machen wir es einfach, 100 mm Brennweite. Das heißt, ich habe bei Blende 4 eine Eintrittspupille, also einen Durchmesser von 25 mm. Bei Blende 8 ist dieser Durchmesser nur noch 12,5 mm. Und weil dieser Durchmesser so klein wird, da müssen wir gleich schon mal was zeichnen, wird die Tiefenschärfe im Bild größer. Aber erst rechnen wir noch ein bisschen. Bei der Blende 8 kommt nur noch ein Viertel so viel Licht durch wie bei der Blende 4. Und das hat auch schon viele Leute verwirrt. Wieso? Blende 4, Blende 8, das ist genau das Doppel. Ja, dazwischen ist aber noch die 5,6. Und die Fläche der Blende, also das, was da an Öffnung entsteht, um Licht durchzulassen, damit mein Bild belichtet wird, das ist ein Kreis. Und da wissen wir noch aus der Schule, Pi mal R Quadrat gibt die Fläche des Kreises. Und das heißt, bei einer Öffnungsfläche von 12,5 mm, also bei der Blende 8, hätte ich 12,5 zum Quadrat mal 3,14 runden wir ab, hätte ich ca. 490 Quadratmillimeter
Öffnung. Wenn ich die Blende 4 einstelle, also eine doppelt so große Öffnung, dann habe ich 25 zum Quadrat mal 3,14 und das sind 1960 Quadratmillimeter. Viermal so groß, nicht doppelt so groß. Warum würde ich es rückwärts rechnen wollen und würde sagen, naja, 490 Quadratmillimeter, ich hoffe, Sie können mir irgendwie folgen, das war die Öffnungsfläche bei Blende 8, mal 2 gibt 980 Quadratmillimeter. Und wenn ich die jetzt durch 3,14 teile, kommt 312 raus und daraus die Wurzel ist 17,66. Das wäre der Durchmesser der Eintrittspupille für die Hälfte bei Blende 8, das Doppelte bei Blende 8. Und das heißt, 100 mm geteilt durch die 17,66 ist simsalabim 5,6. Wir haben also immer zwischen zwei Blendenstufen, die die Hälfte oder die doppelte Menge an Licht durchlassen, den Faktor Wurzel 2, also 1,4. Deshalb ist die Blendenreihe auch 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 und nicht 1,4, 2,8, 5,6. Das nun mal bei der Gelegenheit, kommen wir nämlich später noch mal ganz kurz drauf. So, aber jetzt noch mal zu der Frage, warum wird die Tiefenschärfe im Bild größer, wenn ich die Blende schließe? Ich muss noch mal zeichnen. So, ich habe eine Linse. So, da kommt Licht rein. Und dieses Licht wird gebrochen. Das ist fast dasselbe wie vorhin, ne? So, das heißt, mein zulässiger Zerstreuungskreisdurchmesser, den würde ich jetzt hier gerne farbig einmalen. Geht bestimmt. So, mache ich in Rot. Und ich sag mal, dass das da der zulässige Durchmesser wäre, um zu sagen, das wäre scharf. Hier vorne eine Blende schließe, dann werden nur noch Strahlen, die gerade einfallen, zugelassen. Und die werden entsprechend weniger stark gebrochen. Ich bin sicher, man findet im Internet solche Zeichnungen und die sind aussagekräftiger. So, und jetzt habe ich einen viel größeren Saum ausgehend von der Punktschärfe nach vorne und nach hinten. Das heißt, je kleiner ich die Blende schließe, umso enger kommen die Lichtbündel eingefallen. Und das wiederum bedeutet, dass der Bereich, der in diesen zulässigen Zerstreuungskreisdurchmesser hineinpasst, größer wird. Das heißt, die Schärfe dehnt sich im Bild aus, je kleiner ich die Blende habe. Das heißt, wir halten fest, Blende haben wir abgefrühstückt, Blende, je kleiner, desto mehr Tiefenschärfe, je größer, desto weniger. Ein weiterer Faktor, der die Ausdehnung der Tiefenschärfe bestimmt, ist die Einstellentfernung. Je näher ich am Motiv dran bin, umso geringer ist die Tiefenschärfe. Gerade im Makrobereich haben wir hier ganz wenige Millimeter, sehen wir hier bei dieser Biene. Da ist wirklich gerade das Beinchen oder das Auge noch scharf, der Rest ist schon in der Unschärfe, trotzdem hier eine sehr kleine Blende schon zum Einsatz war. Insgesamt kann ich, wenn ich an eine Sache nah rangehe und die Blende nicht zu klein wähle, den Hintergrund komplett verschwimmen lassen. Auch hierzu mal ein paar Beispielbilder, wie wir das hier bei diesem Objektiv auf diesem Stein sehen. Das heißt, die Schärfe liegt direkt auf dem Objektiv und der Hintergrund ist weg. Hier kann man auch sehr schön wieder diese Zerstreuungskreise sehen, diese Unschärfekreise, wenn man uns mal hier den Hintergrund genauer angucken. Oder auch hier bei der Hand. Die Hand ganz dicht vor der Kamera, scharf, der Hintergrund schon unscharf. Auch bei den Zwergen selbes Prinzip. Jetzt zeige ich hier mal drei Fotos. Die sind alle vom selben Standpunkt aus gemacht. Und zwar mit der gleichen Blende, aber mit einer unterschiedlichen Entfernungseinstellung. Das heißt, Brennweite ist die gleiche, der Standpunkt ist der gleiche, die Blende ist die gleiche, die ich eingestellt habe, aber mal habe ich hier in kürzeren Abstand fokussiert, dann habe ich in einem mittleren Abstand und dann in einem weiteren Abstand fokussiert. Und wir sehen, je nach Entfernungseinstellung wächst dieser Bereich der Tiefenschärfe an. Faktor Nummer 2, Einstellentfernung. Es gab bei älteren Objektiven auch die Möglichkeit, das schon am Objektiv zu sehen. Ich habe hier mal ein wirklich altes Schätzchen,
Und da sehen wir hier, da wird scharf gestellt. Hier ist also der Index für die Entfernung. Und dann sehen wir je nach Blende, von wo bis wo die Schärfe geht. Das bedeutet, bei der Blende 22, hatten wir eben festgehalten, je kleiner die Blende, umso größer die Tiefenschärfe, würde die Schärfe, sagen wir mal hier, von 50 cm bis, wo ist die 22? Da hinten, bis ca. 3 Meter sich erstrecken. Und bei Blende 5,6 hätten wir halt eben, 70 cm bis 5,6 auf der anderen Seite, so, haben wir hier, bis ca. 1 Meter. Das heißt, ich kann hier sehr schön sehen, schon vor der Aufnahme, klar, ist analog, da gab es nichts mit sofort angucken. Das heißt, ich kann hier schon sehen, von wo bis wo auf der Skala wird sich meine Schärfe entsprechend ausdehnen. Das gilt für die Weitwinkeleinstellung. Für die Teleeinstellung hat man sich sogar nur noch die Mühe gemacht, für Blende 22 die Werte anzugeben, weil in der offenen Blende ist der Bereich so schmal, da kann man darauf verzichten, eine Skala anzubringen, weil der ist vernichtend gering. So, das heißt, wir kommen hier schon durch diese Skala schon einer anderen Sache wieder näher, nämlich einem dritten Faktor, auf den wir gleich eingehen, nämlich die Brennweite. Die Brennweite ist nämlich Faktor Nummer 3, der einen Einfluss hat auf die Tiefenschärfe. Hier sehen wir das nämlich auch nochmal sehr, sehr schön. Ein sehr schöner Fächer. Ich sehe also hier für die kurze Brennweite des Objektives die Ausdehnung der Tiefenschärfe. Und je mehr ich in den Telebereich hineingehe, umso mehr schrumpft diese Tiefenschärfe. Und ich sehe hier, wie das dann zusammenführt. Es ist natürlich ganz schön unübersichtlich, sich daran zu orientieren, muss man schon mal sagen. Aber früher war man froh für solche Sachen. Das heißt, für solche Möglichkeiten, das im Vorfeld zu erkennen. Wenn ich jetzt übrigens sage, die Tiefenschärfe wird größer, dann setzt das immer voraus, dass die übrigen Parameter gleich bleiben. Wenn ich eine kürzere Brennweite nehme, aber näher herangehe oder die Blende aufmache, dann kompensieren sich viele dieser Einstellungen wieder und die Tiefenschärfe verändert sich dahingehend wieder. Jetzt ist erstmal die ganz andere Frage, wann interessiert mich eigentlich die Ausdehnung der Tiefenschärfe? Kann ich die kontrollieren? Interessieren tut mich die Tiefenschärfe dann, wenn ich sie besonders groß haben will oder besonders klein. Wenn ich also ein Motiv freistellen will oder wenn ich eine Landschaft mache und sage, ich will da jetzt Schärfe haben von vorn bis hinten, dann interessiert mich, wie die Tiefenschärfe ausfallen wird. Und dann ist es natürlich nett, wenn ich sie im Griff habe. Haben wir zum Beispiel bei einem Porträt. Ich mache ein Porträt, ich habe jetzt hier mal Bilder von Esmeralda, das ist die Puppe, wo ich sage, der Hintergrund soll weg, ich will, dass wir nur das Gesicht von der sehen. Ja, lange Brennweite, entsprechend nah ran und eine offene Blende und dann ist der Hintergrund weg. Umgekehrt gibt es Momente, wo ich sage, ich möchte in der Landschaftsfotografie alles scharf. Hier vorne diese Blümchen, im Hintergrund noch der See und die Landschaft, dann eine Weitwinkelbrennweite und entsprechend kleine Blende. Ich kann aber auch den Vordergrund ganz bewusst gestalterisch mit einbeziehen und will den in der Unschärfe haben. Siehe hier der Mechaniker hier an seiner Bremsscheibe oder hier neben diese Frühblüher. Sind das eigentlich Schneeglöckchen? Ja, schätze. So, das heißt, ich mache die Blende ganz weit auf, wirklich weit auf, 1,4, 1,8 und lasse die mir im Vordergrund unscharf irgendetwas drin stehen. Grashalm in dem einen Fall, in dem anderen Fall. War das irgendwas von der Hebebühne. Und dann habe ich eine Unschärfe im Vordergrund und die gibt dem Bild dann auch Tiefe. Oder ich will auf eine Sache ganz besonders hinweisen. Gucken wir uns hier diese Sache mit dem Fahrrad an. Die Schärfe liegt hier auf dem Handschuh, nur auf dem Finger, der hier ausgestreckt wird. Und die Gesichter hinten dran, die sind schon in der Unschärfe. Schauen wir uns das Bild mit der Uhr an. Da ist die Schärfe genau auf den Augen des Fahrradfahrers und die Uhr vorne dran ist schon unscharf. Also je nachdem, was ich in dem Bild ausdrücken will. Klassisches Bild aus den Workshops, wo ich solche wie solche Meinungen hörte, die beiden Pilzbilder. Einmal mit offener Blende, der Hintergrund ist komplett weg, das heißt, die Blende war offen. Oder mit kleiner Blende. Der Hintergrund kommt im Bild tatsächlich dann zur Geltung. Ich sehe das Laub. Ich finde, es ist dann zu unruhig. Aber manch einer sagt, nee, das gefällt mir gerade gut, weil dann sehe ich ja, wo diese Pilze auch gestanden haben. Geschmackssache. Je nachdem, wie ich das will. Ich muss nur wissen, wie kann ich die Tiefenschärfe in dem Bild so steuern, dass sie so ausfällt, wie ich das haben will.
drängt die Frage wieder auf, kann ich denn diesen Verlauf der Schärfe vor der Aufnahme schon sehen? Ja, zunächst mal, wir sind in der Digitalfotografie angekommen. Das heißt, ich mache einfach ein Foto und ich gucke mir das Bild an, dann sehe ich es. Früher hat man dafür unzählige Polaroids verschossen, um Belichtung und Schärfeverlauf im Bild zu sehen. Aber selbst die meisten, oder also einige gehobene Analogkameras, aber auch digitale Spiegelreflexkameras, wo ich eher noch mit Verschluss und allem gearbeitet habe, die hatten bereits oft eine Abblendtaste. Abblendtaste, in der Regel befand die sich hier neben am Objektiv, da befindet die sich auch immer noch, wenn sie eine hat. Und wenn ich jetzt auf diese Abblendtaste drücke und habe die Blende geschlossen, ich stelle jetzt mal hier eine Blende von, na, ich stelle mal hier, was weiß ich, 22 ein. So. Und wenn ich jetzt diese Abblendtaste drücke, dann wird die Blende, die sonst ja immer offen ist, wenn ich da durchschaue, auf den von mir gewählten Wert geschlossen. Und damit kann ich jetzt im Sucher den Verlauf, die Ausdehnung der tiefen Schärfe beurteilen. Wobei, naja, was heißt beurteilen? Das wird schon ganz schön dunkel dann in dem Moment, wo ich die Blende schließe. Denn die Blende, ich habe hier nochmal eine aus einem Objektiv, die Blende, die wird ja in dem Moment geschlossen. Das heißt, Loch geht zu. Und damit wird es im Sucher dunkel. Klar. Bei den DSLM-Kameras, also bei den spiegellosen Kameras, gibt es auch in der Regel im Menü einen Punkt, wo dann da sowas steht wie Live View, alle Einstellungen ein. Das heißt, dass man die Belichtung und auch den Verlauf der Schärfe im Sucher oder auf dem Monitor schon simuliert bekommt. Aber Achtung, mir ist das schon aufgefallen. Wo war das? Das war, ich will einen Blendenstern fotografieren. Blendensterne kommen dann, wenn man die Blende möglichst weit schließt. Das heißt, man macht die Blende zu, 16, 22, was jetzt auch nicht so ideal ist, wegen Beugungsunschärfen, die dann schon entstehen können. Aber für den Blendenstern hätte man das jetzt gerne. Ich mache also die Blende zu, nehme die Sonne oder irgendeinen Reflex mit ins Bild rein und denke, so richtig doll ausgeprägt ist dieser Blendenstern jetzt nicht. Man drückt dann aber trotzdem drauf, guckt sich das Bild an und sagt, wow, da ist er ja. Warum? Weil bei manchen Kameras, auch wenn diese Funktionen eingeschaltet sind, die Blende eben nicht auf 22 geschlossen wird und damit auch der Verlauf der Schärfe nicht der ist, der später im Bild sein wird, weil man die Blende nur bis 5,6 oder nur bis 8 abblendet für diese Einstellung. Das heißt, hier sollte man gucken, meistens findet sich dann im Menü nochmal so ein Punkt, der heißt Blendenvorschau. Und erst wenn man den aktiviert, sich auf irgendeine Funktionstaste drauflegt und dann da drauf drückt, dann wird die Blende auf den Wert geschlossen, den man wirklich jetzt für die Aufnahme verwenden wird. Und dann sehe ich eben den Verlauf der Schärfe. So, das heißt, ja, ich kann die Tiefenschärfe, also den Verlauf der Schärfe, vor der Aufnahme schon sehen und deutlich angenehmer, wie das früher bei den Objektiven war, die ich eben hochgehalten habe, mit diesen ganzen Fächern. Das heißt, ich kann das tatsächlich vorher schon sehen. Und wie gesagt, ich kann auch einfach ein Bild machen, gucken das Bild an. Fertig. So. Aber geht das nicht auch irgendwie noch komplizierter, werden sich jetzt vielleicht einige von Ihnen fragen. Ja, sicher. Man kann den Schärfeverlauf auch ausrechnen. Optik ist ein Bereich der Physik und da kann und muss man mit allem rechnen. Das heißt, hier kommt jetzt der zulässige Zerstreuungskreisdurchmesser ins Spiel. Mit einer Formel kann ich im Vorfeld schon ausrechnen, die Schärfe wird sich bei dieser Blende, bei dem Abstand, bei der Brennweite von da bis da erstrecken. So, das heißt, ich kann mir das tatsächlich vorher ausrechnen. Bei dieser Berechnung begegnet uns jetzt eine weitere Größe, und zwar der Nö. Was ist das Nö? Das ist der Nahpunkt für unendlich, auch bekannt unter dem Begriff hyperfokale Entfernungseinstellung. Das ist der Punkt, auf den ich fokussiere mit meiner Brennweite bei dieser Blende und dann wird sich die Schärfe erstrecken bis unendlich. Das heißt, ich habe einen Weidezaun im Vordergrund und da hinten sind die Berge und ich sage, ich möchte jetzt möglichst den Punkt haben, wo das alles scharf ist, dann würde ich nicht auf die Berge fokussieren, weil A, dann kommt die Schärfe gar nicht so weit nach vorne bis zum Weidezaun und zum anderen, sie würde sich ja beim weiteren Abblenden auch noch hinter die Berge, also hinter unendlich erstrecken, da brauche ich es aber nicht. Das heißt, ich ziehe die Schärfe nach vorne, sodass sie
von meinem eingestellten Punkt, sagen wir jetzt mal 15 Meter, sich nach vorne zieht auf den Weidezaun, der da ist in, sagen wir, 8 Meter, und nach hinten Richtung der Berge. Und um eben diesen Nahpunkt für unendlich zu ermitteln, kann man solche Formeln anwenden. Man kann es die Kamera auch tun lassen. Viele Kameras haben solche Tiefenschärfenprogramme. Oder es gibt auch tatsächlich Tabellen, wo man das ablesen kann. Und ich habe das Ganze jetzt mal hier in so ein Excel-Sheet reingeklöppelt. Und da gucken wir mal ganz kurz rein. Das heißt, ich habe mein Format, also die 24x36. Das heißt, die Diagonale ist die 43, irgendwas. Und daraus resultierend 1500, wir hatten das schon, gibt dann den zulässigen Zerstreuungskreisdurchmesser von 0,03 mm. So. Daraus kann ich bei der Blende, die ich jetzt hier mal als gegeben 8 eingestellt habe, den Nahpunkt für unendlich ablesen. Und mit diesem Nahpunkt für unendlich wiederum kann ich dann die Entfernungseinstellung und auch die Tiefenschärfe nach vorne und hinten ablesen. Nebendran sind meine Formeln, mit denen ich mir das zusammengebaut habe. Vergessen Sie diese Tabelle, geben Sie das in einer großen Suchmaschine ein, da werden Sie das ganz, ganz sicher auch in hübsch finden mit irgendwelchen schönen Eingabefeldern. Alles, was ich jetzt hier mal zeigen wollte, war, welche Größen bei dieser Berechnung überhaupt eine Rolle spielen. Und da drängt sich doch jetzt für den aufmerksamen Betrachter und Zuhörer eine Frage auf, und ich hoffe, es sitzen noch einige vor dem Monitor davon. Fällt Ihnen was auf? Was scheint hier offenbar nicht zu stimmen? Das Aufnahmeformat. Erstens habe ich von dem die ganze Zeit noch ganz wenig gesagt. Und zum anderen müssten jetzt ja einige, die diese Formel sich jetzt auch angeschaut haben und das Ganze noch gerade am Verarbeiten sind, sagen, Moment mal. Ich dachte immer, dass die Tiefenschärfe umso größer wird, je kleiner das Aufnahmeformat ist. Handybilder, ist doch alles von vorn bis hinten scharf. Und jetzt hat er da was erzählt von dieser Formatdiagonalen und dass der zulässige Zerstreuungskreisdurchmesser das Maß ist für die Schärfe. Aber je kleiner mein Aufnahmeformat wird, umso kleiner wird die Diagonale und umso kleiner wird ein 1500stel Teil davon. Das heißt doch eigentlich, dass die Ansprüche an die Schärfe immer größer werden, je kleiner das Format wird. Und die Akzeptanz für die Schärfe wird damit auch immer kleiner und die Unschärfe müsste viel früher anfangen, je kleiner dieser Zerstreuungskreisdurchmesser Anspruch entsprechend steigt, müsste die Tiefenschärfe weniger werden, oder? Ja, das stimmt. Genau das stimmt. Und dennoch haben wir die Erfahrung alle schon gemacht, wenn wir mit einer kompakten Kamera oder mit dem Handy fotografieren, haben wir Bilder, die sind irgendwie von vorn bis hinten scharf. Warum ist das so? Weil man für diese kleinen Aufnahmeformate extrem kurze Brennweiten braucht, um irgendwas aufs Bild zu kriegen. Und die Brennweite, die kommt wiederum in der Formel vor. Das heißt, die große Tiefenschärfe der Handys, die kommt nicht von deren kleinen Aufnahmeformat, die kommt von der kurzen Brennweite der Objektive und damit einhergehend von der kleinen Blende, die dadurch in diesen Objektiven drin ist, von dem kleinen Durchmesser der Eintrittspupille, nicht vom Aufnahmeformat. Schauen wir uns noch mal kurz an. Gehen wir noch mal kurz ins Detail. Noch mal zur Erinnerung. Die Blendenzahl 2,8, die sorgt für die gleiche Belichtung, egal ob ich einen Tele- oder einen Weitwinkel drauf habe. Aber die Eintrittspupille, die ist bei einem Weitwinkel deutlich kleiner als bei dem Tele. Ist ja logisch, weil sie muss 2,8 Mal in diese Brennweite reinpassen. Das heißt also, der Durchmesser der gleichen Blende ist bei einem 100 mm Objektiv größer als bei einem Weitwinkelobjektiv. Und dieser Durchmesser der Eintrittspupille, das hatten wir ja schon, wir erinnern sich an mein Kunstwerk von vorhin, das heißt, die Lichtstrahlen kommen flacher rein und damit wird der Saum schmäler und ich bekomme mehr Tiefenschärfe ins Bild. Eben weil die Brennweite kürzer ist und damit die Eintrittspupille kleiner ist. Logisch. Also, Brennweite und Eintrittspupille in Tateinheit mit dem Aufnahmeabstand. Das sind die Ursachen für diese große Tiefenschärfe. Nicht der Umstand, dass das Format da hinten dran kleiner ist. Ein Beispiel.
Ich mache ein Bild mit einer Vollformatkamera. Ja, ich habe hier eine Kamera, Vollformat, und ich mache damit ein Bild. Völlig egal von was, Blende, wurscht, Entfernung, wurscht. Ich mache einfach ein Bild. Und das hat eine Tiefenschärfe von X. Und jetzt schalte ich diesen Sensor auf APS-C um. Warum soll sich an dem verbleibenden Bild jetzt da hinten dran die Tiefenschärfe ändern? Da fehlt was drumherum, das ist klar. Ich habe also jetzt einen Ausschnitt gezogen. Aber das, was vorher auf derselben Sensorfläche war, ist da jetzt auch noch. Warum soll sich da dran die Tiefenschärfe geändert haben? Wenn man es mal genau nimmt, genau das Gegenteil wird passieren. Wenn ich jetzt sage, ich hatte vorher das Bild, sagen wir mal, auf 20x30 vergrößert. Jetzt mache ich mit APS-C vom selben Standpunkt aus alles gleich, das Bild gerade nochmal und sage, Mensch, den Rahmen habe ich schon, das Bild soll wieder da rein. Dann wird jetzt plötzlich dieses Foto viel stärker, also dieser Ausschnitt viel stärker vergrößert werden müssen, weil es ist ja auch weniger drauf, das heißt, das Bild wird größer. Anders sieht die Welt aus, wenn ich jetzt meinen Sensor auf APS-C umstellen würde und stelle dann fest, da fehlt was. Und ich würde jetzt sagen, da muss ich jetzt nur kürzere Brennweite nehmen. Oder ich gehe ein paar Schritte weiter zurück, weil ich will dem ja nicht die Füße abschneiden oder was auch immer ich da gerade fotografiere. Jetzt verändere ich wieder eine Größe, nämlich den Abstand, also die Entfernungseinstellung, oder die Brennweite. Jetzt fängt die Tiefenschärfe an, sich zu verändern. Wenn ich nur den Sensor klein schalte, passiert da nichts. Ja? So. Das habe ich hier mal gerade in ein paar Fotos für Sie vorbereitet. Also, wir gucken uns mal kurz diese schiefe Ebene hier an. Bei dieser schiefen Ebene habe ich einfach den Sensor runtergeschaltet auf APS-C nach der ersten Aufnahme. Sonst ist alles geblieben. Abstand gleich, Blende gleich. So, jetzt gucken wir mal da rein und sehen, naja, klar, das Bild scheint enger zu sein, aber der Verlauf der Tiefenschärfe, nö. Kann man hier mal gucken auf der Skala. Da ändert sich gar nichts. Hätte mich auch sehr gewundert. So, und dann im Gegenzug dazu hier unten unsere Playmobil-Männchen. Wenn ich die jetzt hier fotografiere und ich sage, ich will exakt den gleichen Bildausschnitt haben und ich schalte meinen Sensor auf APS-C um, also sprich, ich nehme ein kleineres Aufnahmemedium und verändere dann die Brennweite, habe ich getan. Ich bin also von einem 150 mm Objektiv auf ein 105er Objektiv runtergegangen und ergo summ, gucken wir, sehen wir sofort im Bild, auch schon im Hintergrund, dann plötzlich wird die Tiefenschärfe größer. Diese Figur im Vordergrund, die ist plötzlich schärfer als noch bei der Aufnahme von eben, was zu beweisen war. So, vergleichen kann man das ein bisschen mit einer Ausschnittvergrößerung. Stellen wir uns vor, wir machen ein Foto, ja, und das Bild wäre jetzt scharf. Dann kann man das ja fast beliebig groß vergrößern. Das kann ich, wenn ich es bezahlen kann, kann ich sagen, mach mir davon mal hier so 3 Meter mal 5 Meter, keine Ahnung. Warum kann ich das beliebig vergrößern? Weil der Betrachtungsabstand wächst mit der Größe des Bildes. Soll heißen, wenn ich das Ding groß genug drucke, muss ich weit genug weg und mein Auge wird es immer wieder als scharf akzeptieren. Blöd wird's, wenn ich jetzt sage, da ist eigentlich so viel Beiwerk drumherum, braucht kein Mensch und ich habe diese starke Vergrößerung, schneide jetzt aber einen Meter links und rechts, oben unten ab. Jetzt wird der Betrachter näher an dieses Bild herangehen und jetzt wird es plötzlich unscharf. Weil eben jetzt unser Auge hier mehr auflösen kann, kennen wir alle, stehen wir vor so irgendeiner Plakatwand. Wenn man dicht genug dabei steht, sieht man da solche Punkte und das Ding ist nicht mehr scharf. Also, es ist keine Ausschnittvergrößerung, aber es wäre eine, wenn ich mit dem kleineren Sensor fotografiere und das Bild entsprechend jetzt so groß mache, wie es vorher mit der anderen Kamera war. Ich fasse zusammen. Die Tiefenschärfe wird umso größer, je kleiner ich die Blende einstelle, je größer die Aufnahmeentfernung ist und je kürzer die Brennweite. Und vice versa. Klar, das heißt, und umgekehrt wird sie entsprechend kleiner, wenn ich die Blende öffne, wenn ich entsprechend näher dran bin oder wenn ich eine längere Brennweite will. Wenn ich das alles weiß, kann ich den Schärfeverlauf in meinem Bild sehr schön beeinflussen und kann in die Bildeindrücke schaffen, die ich will. Wie Sie das machen, wissen Sie jetzt. So viel zum Thema Tiefenschärfe. Es ist wieder länger geworden als gedacht, aber es ist auch wirklich ein komplexes Thema, oder? Wurde ein bisschen nerdig zum Schluss, aber ich habe den Scheinflug weggelassen. Das sollten Sie mir übrigens dann noch zugute halten. So, wenn Sie gerne andere Themen hier besprochen haben möchten, irgendwelche Themen, wo Sie sagen, da könnte auch was dazu erzählen, dann schreiben Sie mir an fragdenbauer@sigma-foto.de und dann können wir es auch sehr, sehr gerne hier abhandeln. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen was. Ich gehe jetzt erstmal das Schaf beruhigen. Machen Sie es gut. Tschüss
Wo ist es denn überhaupt hin? Ich habe das nicht so gemeint. Ja, da. Nein, man sagt das so gestochen scharf, weißt du? Hast du ja auch hier gesehen. Hast du gesehen? Steht hier auch, ne? Ja, nee, nichts für ungut, Kleiner. So,